Die dänischen Royals trauern um Prinzessin Ilona zu Schaumburg-Lippe, die im Alter von 83 Jahren verstorben ist. Als geschätztes Mitglied der Familie Schaumburg-Lippe hatte sie auch eine bedeutende Stellung in der dänischen Königsfamilie, da ihr Ehemann, Prinz Wilhelm, eng mit dem dänischen Grafen Ingolf von Rosenborg verwandt war. Ihre enge Verbindung zur Königsfamilie wurde durch ihre Teilnahme an wichtigen Ereignissen und der Hochzeit ihres Sohnes hervorgehoben. Als Ururenkelin von König Frederik VIII hinterlässt Prinzessin Ilona eine Lücke in der königlichen Gemeinschaft. Ihre Hingabe, Eleganz und Beiträge zum Erbe der Familie werden von denen in Erinnerung bleiben, die das Vergnügen hatten, sie zu kennen. Ihr Leben symbolisiert die tiefe Verbindung zwischen der dänischen Königsfamilie und dem Zweig Schaumburg-Lippe, die über die Jahre Freuden und Leiden teilten. Mit ihrem Ableben trauert man nicht nur um ihre individuellen Beiträge, sondern auch um die dauerhafte Bindung, die sie zwischen diesen Familien repräsentierte. Möge sie in Frieden ruhen. Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie. Wenn dieses Video dich berührt hat, hinterlasse bitte ein Like und ein Abo für diesen Kanal. Schreibe auch gerne einen freundlichen Satz der Anteilnahme in die Kommentare. Vielen Dank!